Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 The Journey. Ich habe heute ein bisschen was Besonderes zu trinken da. Es kommt noch was drin. Habe ich am Wochenende zum Kochen verwendet. Und jetzt muss ich halt austrinken, weil es auf ist. Spieltag. Mir fällt gerade auf, dass die Webcam eventuell doch nochmal woanders hin tun soll. Wir sind Erster vom vom Dings. Und für heute gibt es erstmal wieder noch was Neues zu lesen. Spieltag. Und ich gucke jetzt mal, ob ich die Facecam nicht woanders hinsetzen kann. Wie ist denn irgendwie da? So, wir gucken mal, ob das irgendwie funktioniert. Jetzt bedecke ich hier was, aber. Das ist ja nicht so schlimm. Okay, Wayne. Probieren wir es da. Okay, wait. Wir gehen mal kurz ins Spiel selbst. Kann ich nicht sehen. Doch, da überdecke ich eigentlich. Wobei doch, da könnte ich sein, dass ich die Spiele überdecke, oder? Ist das ärgerlich? Ich will nichts überdecken. Zack, ja. Ich muss sie mal kurz. So. Die muss schon irgendwie nach oben, damit ich da nichts verdecke. Es ist ein bisschen schwer, sich gleichzeitig aufs Spiel zu konzentrieren und auf, wo die Cam hin soll. Geben wir mir erstmal ein bisschen Ruhe. Down for Kingston Town with a heave-ho. Das war ein perfekter Konter, ey. Ja, ja, denn ich würde gerne das Overlay wiedersehen. Muss mal annehmen. So. Na, hier bedecke ich jetzt was. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich denke, das hier müsste die beste Lösung sein. Das kann sogar noch ein Stück nach oben. So. Ja, guck mal, so funktioniert es besser. Da überdecke ich am allerwenigsten, denke ich. War ganz schön knapp. Ärgerlich, eine gute Chance. Zack. Aber eigentlich überhaupt nicht das, was ich vorhatte. Ja, nicht das, wo ich hingezählt habe. Bruder. Nicht annähernd das, wo ich hingezielt habe.
Oh mein Gott, Auswärtsspiele funktionieren so doof vom Ton her. Ja, wir haben nicht so viele Fans da, aber trotzdem müsste man die hören. Ja? Also. Ich meine, normalen Fangesänge hört man ja auch. Warum also nicht Jubel? Bei einem. Das war extrem dumm von mir. Warum also nicht auch Jubel bei einem Tor? Ja, das ist erstaunlicherweise das einzige Projekt, was sich nicht dem Ende zuneigt aktuell. Weil wir haben ja drei aktuelle Projekte. Eins davon ist Liberation, was BTW gerade neu ist und sich schon dem Ende zuneigt. Wir sind schon zum ersten Viertel durch mit dem Spiel, nach fünf Parts. Ja. es ist halt ein cooles Spiel, aber es ist halt kurz. Soul Silver werde ich morgen, denke ich, Aufnahmemarathon machen und die letzten Parts durchackern, das Abseits. Yep, Abseits. Mann, es schmeckt schon jetzt nicht mehr. Ich meine, zum Kochen funktioniert das echt gut, aber zum Trinken... Das ist naturtrübes Dunkelbier, das ist... Auch wenn ich Krombacher echt mag, von allen, also von allen Biersorten ist mir das am liebsten. Ich bin nicht der krasse Biertrinker, muss ich dazu sagen. Wenn Bier, dann Radler. Hat was damit zu tun, dass ich von der Schule aus mal eine Fahrt nach Rom gemacht habe. Und wir in Rom, sagen wir mal so, wir waren mehr als ein bisschen anders supervised. Ja. Es gab eine Regel, um 22 Uhr bitte wieder im Hotel sein. Ansonsten durften wir die Stadt nachmittags in Gruppen durchstreifen, wie wir lustig sind. Ja. Wenn es mir in 22 Uhr nicht klappt, einfach ein WhatsApp schicken. Fertig. Das waren die Regeln, die wir damals hatten. Und naja, es war Rom im Sommer. Also nachdem wir den ganzen Vormittag über immer, wir sind immer um 7 oder so aufgestanden. Ja. Nachdem wir den ganzen Vormittag Sightseeing war als gesamter Kurs. Ja, mit Lehrerin, mit allen und so. Und Rom war es halt voller Sightseeing. Ja, dann sind wir mal gemeinsam Mittagessen gegangen. Also wir waren mit einer gemeinsamen Gruppe bis zum Mittagessen. Und nach Mittagessen durften die Gruppen sich dann aufteilen. Also durften wir dann rumfrei durchstreifen. In Gruppen. Und wir haben dann halt rumdurchstreift in Gruppen. Haben halt dann selber noch so ein bisschen Sightseeing gemacht. Und halt dann in der Gruppe noch irgendwas angeguckt. Boah, der war gut, ey. Geil. Oh, das ist der dritte Platzierte, ne? Oh.
Mohammed Diamond. Ja. Genau. Wo war ich? Genau, in Rom, wir durften dann halt immer in Gruppen durchstreifen. Und wir waren dann halt immer weg und sind dann irgendwie so. Es war Sommer, also es wurde nicht kälter, es wurde nur nicht ganz so warm, ja? Das ist Rom im Sommer und das war auch. Der Sommer war so heiß, dass es tatsächlich Wasserversorgungsprobleme in Teilen der Stadt gab. Das Touristenviertel natürlich nicht, weil das hat natürlich oberste Priorität, weil Touristen, die bringen halt das Geld ein und ohne Geld keine Wasserversorgung. Ja. Aber es gab also die Wasserversorgung stand kurz vorm Zusammenbruch damals in dem Urlaub. Also, kurz, also auf jeden Fall war unsere Lehrerin deswegen halt echt besorgt. Und ja, wir sind dann halt rumgestreift, haben Rom erkundet. Was Teenager halt so machen in ihrer Freizeit, ohne Videospiele. Ja. Also wir gehörten dann noch zu der etwas milderen Gruppe. Wir waren tatsächlich in Rom, haben die Atmosphäre genossen, haben uns super viel Zeugs angeguckt, auch teilweise noch extrem altertümliches und so. Sind auch fast überall in Rom. Oh, Rom hat nur zwei U-Bahn-Linien. Wobei inzwischen müsste die dritte schon vom Bau her relativ weit fortgeschritten sein. Ja, auf jeden Fall, du musst halt viel laufen, weil sehr, 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 sehr alte Infrastruktur der Stadt. Heißt, es gibt kaum Bus, es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel. Und du kommst halt dabei eigentlich nur mit dem Moped durch oder sowas. Ja? Und deswegen sind wir so immer durch die ganze Stadt gelaufen, da ist halt extrem viel Zeit draufgegangen. Und wir haben uns halt Gebiete angeguckt, haben Fotos gemacht. Ich habe sogar ein Foto auf Twitter davon gepostet damals. Ja, wie wir im Zirkus Maximus abhängen. Also ich habe nur den Zirkus Maximus fotografiert und halt das Foto gepostet. Jetzt gib mir doch mal einen Abwehrspieler. Danke. Auch wenn es der Keeper war und nicht der Abwehrspieler. Bisschen lauter müssen wir es schon machen. Also das ist hier, man hört ja gar nichts. Das war eigentlich kein Foul, das war ein harter Körpereinsatz, aber kein Foul meiner Ansicht nach. Ärgerlich. Ja. Und dann sind wir halt eines Abends am Tiber. Also wir sind eigentlich jeden Abend haben wir uns an die Tiber gesetzt. Und haben da eigentlich nur rumgehangen. Wir haben Musik gehört. War einfach irgendwie von 21 Uhr abends bis 3 Uhr morgens am Tiber gechillt. Und das war so geil. Es ist unglaublich. Oh, was? Verletzt?
Oder? Ach ja, genau, er verletzt mich, aber. Aber ich krieg keinen Elfmeter. Obwohl er mich verletzungswürdig fault. Seems legit, Bruder. Seems legit. Und dann haben wir uns halt eines Tages überlegt, eines Tages, also ich glaube, das war am letzten Abend in Rom, weil wir am nächsten Abend, also Abend meine ich wirklich eigentlich mehr Nacht, im Flieger zurück nach Berlin saßen. Oder nee, am Vor war das, glaube ich. Und dann saßen wir halt da und haben überlegt, was können wir denn jetzt machen? Sagen, weil also wir hatten schon echt viel von der Musik durchgehört, hatten schon echt über viel Zeugs gequatscht und echt super lustiges Zeug gemacht. Kam auf die, ey, lass doch mal Trinkspiele machen. Und in Rom, müsst ihr wissen, alles ist voll mit irgendwelchen kleinen Kack-Kiosken. Ja? Und die verdienen ihr Geld damit, dass sie Wasserflaschen verkaufen und anderen Schnickschnack an die Touristen. Zu überteuerten Preisen zwar, weil in Rom gibt es überall Trinkwasserbrunnen. Ja. Und eigentlich, also diese Läden sind, sagen wir mal so, ich habe nichts dagegen, dass diese Leute damit Geld verdienen, sondern ich habe mehr ein Problem damit, dass hier halt dieses gigantische also das gigantische Problem, was rum hat, mit Plastikflaschen führt. Rum kennt sowas wie Pfandflaschen nicht. Heißt also, es gibt absolut. Schade. Ja, genau. Aber auf jeden Fall kauft die Idee, ey, lass doch Trinkspiele machen. Ja, oder ich glaube, es war mehr so, erst mal gucken, was der Typ noch im Angebot hat. Ja, vielleicht finden wir da irgendwas Interessantes, was wir machen können. Wir hatten halt für die Reise hatten wir halt unglaublich pro Budgets von uns. Ehrlich, da haben wir jeder irgendwie 50-Euro-Schein bekommen. Für irgendwelchen Schnickschnack. Und wir haben halt irgendwie bisher 5 Euro davon ausgegeben gehabt oder sowas. Jeder, also wir hatten alle noch super viel Geld übrig von unserem ganzen, ich sag jetzt mal, super Budget. Ja. Also auf jeden Fall hatten wir noch die Idee, lass mal nachgucken, was der Typ noch sagt. Und der hatte halt so italienisches Bier im Angebot, was keiner kannte. Und wir waren alle noch super schüchtern und einige von uns waren noch nicht mal alt genug und die meisten hatten halt ihren Ausweis nicht dabei. Und so, oh Gott, Alkohol kaufen. Ja, brauchen wir doch unseren Ausweis, oder? Also wir wussten nicht mal, ab wann Alkohol in Rom erworben werden darf. Weil die haben vermutlich andere Jugendschutzgesetze als wir hier in Deutschland. Logischerweise. Aber wir sind dann da auf alle Fälle hin, haben halt geguckt, oh ja, was gibt da? Und der Typ hat halt keine Alterskontrolle. Also generell Alterskontrollen in den Touristenvierteln in Rom gibt es halt gar nicht. Für irgendwas haben wir festgestellt. Wir hätten vermutlich Drogen kaufen können und es wäre keinem aufgefallen. Ja. Boom! Kopfballtor! Ja. Es war ganz, ganz verrückt und ja. Nochmal alles durchgehen, ob ich auch nichts vergessen habe vom Erzählen her. Ich meine, ich müsste nichts vergessen haben. Und da haben sich ja dann zwei, drei davon uns Büro, haben angefangen, Trinkspiele zu spielen. Ja.
Und am nächsten Tag haben wir uns überlegt, da das Bier da ja recht teuer war, in diesem kleinen Kiosk haben wir uns überlegt, in der Nähe von unserem Hotel ist ein ganz klassischer Einkaufsladen. Ja? Das ist auch Bullshit. Das war definitiv kein pfeifwürdiges Foul. Verdammt. Ja, oh, dann haben wir Trinkspiel gespielt und im nächsten Mal haben wir gesagt, ja, war ganz lustig mit Trinkspielen, lass mal nochmal machen. Aber diesmal gehen wir halt in den Supermarkt, ja, und holen uns halt im Supermarkt Alkohol. Und den einzigen Alkohol, den wir in diesem Supermarkt bekommen haben, war irgendein komisches italienisches Bier, ja, in Flaschen und wir hatten keinen Flaschenöffner dabei. Also habe ich mich dafür entschieden, dass ich nicht gekühltes Radler, also nicht gekühltes Krombacher-Radler, in Dosen kaufe. Weil wir hatten keinen Flaschenöffner dabei. Und ich wollte kein italienisches Bier trinken, von dem ich nicht wusste, was das ist. Krombacher wusste ich, das ist eine deutsche Biermarke. Ja. War billiger als in Deutschland. Die 0,5 Liter Dose. Was ich sehr ironisch fand. Ja. Oh, habe ich ja gesagt, ja komm, jetzt zack. Dann hat man schon mal die Gelegenheit, so gutes Bier für so ein bisschen Geld zu kaufen. Auch wenn es in der Dose ist. Ja. Also habe ich das geholt. Und das war halt. Seitdem ist halt dieses, das war so lecker in diesem, in dieser, ich sag's mal, wirklich, wirklich Sauna-Atmosphäre, die in Rom herrschte. Und seitdem ist das meine Lieblingsbiersorte. Und jetzt trinken wir das heraus. Mein Gott, ich habe ja kein Wasser mehr. Nein. Kein Wasser mehr. Boom. Aber unseren Platz, unseren ersten Platz in der Tabelle. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Mit Pech geht das weg. Pech? Warum das denn? Richtig, du bist ein Kind. Pause, Eis, Compression, hochlagern. Nimm eine kurze Auszeit, dann trainier weiter. Du musst clever sein, Alex. Es gibt keinen Grund, immer nur Vollgas zu geben. Teil's dir ein. Such dir deine Glanzpunkte. So wie Ibrahimovic, Berbatov? Ja, ungefähr so. Ja. Bims. Zack. Erster Sponsoren-Deal bei 20.000 Followern. Alles klar. Weiter. Oh, Norwich haben wir erstmal auf den vierten Platz verdrängt. Zack. So. Wieder für euch was ganz Tolles zu lesen. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.